Wir sind hier am Rand von Bad Schwartau im Wald. Und ganz genau genommen ist es der Ehrenhain, der hier 1918 errichtet wurde für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Ein bekannter Lübecker Gartenarchitekt hat hier die Gestaltung vorgenommen. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir hier, mich erinnert es an so eine Kathedrale. Also die Büsche, die haben quasi die Grundform, also die Hecken, die hier das Areal umgeben, haben die Grundform einer Kirche. In der Mitte haben wir hier den großen Teich und da hinten kommt dann eine große Anlage, wo die Gefallenen jeweils mit Namenstafeln bedacht werden. Ja, um im Bild zu bleiben, sind wir jetzt hier knapp vor dem Altarraum der Kathedrale. Hier vorne sind dann einzelne Namenstafeln für sämtliche Gefallenen. Offensichtlich Brüder oder enge Verwandte sind jeweils zu zweit, aber ansonsten hat jeder eine einzelne Tafel. Und in diesem Bild geblieben haben wir hier den Altar, in dem ein übergroßes Schwert in den Boden steckt. Also das Symbol der Gefallenen. Ohne Worte, die Jahreszahlen, kein Kommentar. Die Anlage insgesamt ist hauptsächlich gärtnerisch, sehr schön gestaltet, mit Ruheräumen. Es wirkt wie Ruheräume für Trauernde. Das ist der Ehrenhain für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. 1957, 12 Jahre nach Kriegsende, entsteht etwa 100 Meter vom Ehrenhain für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs der Ehrenhain für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Geschaffen hier werden die Steine und das zentrale Kunstwerk durch den Künstler Jürgen Maas. Das ist der Sohn des Gartenarchitekten Harry Maas, der den Ehrenhain für den Ersten Weltkrieg gestaltet hat. Jürgen Maas hatte seine beruflich erfolgreichsten Zeiten in den Jahren 1933 bis 1945. Nach 1945 ging es ihm beruflich nicht mehr ganz so gut. Das ist hier ein recht wichtiger Auftrag für ihn gewesen. Diese Anlage hat jeweils auf Kreuzen die Jahreszahl der Kriegsjahre. Im Zentrum ist dort zu sehen, der sterbende Soldat heißt das Kunstwerk. Ich würde sagen, das ist eine schwer erkennbare Figur mit Stahlhelm, die liegt, also die schon lange tot ist. Und dann haben wir eine ganze Zahl von Steinen, wo Schlachtenorte des Zweiten Weltkriegs draufstehen. Die Zusammenstellung ist etwas, ich finde, noch geradezu verstörend. Wir haben Narvik in Norwegen, ein hart errungener Sieg der deutschen Gebirgsjäger. Wir haben Tobruk, wo das Afrika-Korps unter Rommel im dritten Anlauf dann schließlich die Festung gestürmt hatte. Wir haben Dünkirchen, den Sieg über die Alliierten. Wir haben Wolchow, eine unbekannte Schlacht in Russland, eher unbekannt. Wir haben Stalingrad, das große Symbol. Dann haben wir Monte Cassino, ebenfalls ein Sieg der Alliierten über Fallschirmjägertruppe. Und wir haben Kurland nicht als Schlachtenort, sondern als letztes große Schlachtengeschehen. Die Symbolik ist für mich etwas verstörend. Einheitlich ist, es sind nicht die Orte der großen Siege, es sind auch nicht die Orte der großen Niederlagen des deutschen Militärs im Zweiten Weltkrieg und es sind garantiert nicht die Orte der Verbrechen der deutschen Wehrmacht bzw. der deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Das heißt also, das militärische Gedenken ist hier im Zentrum. Es ist etwas, wo im Zweifelsfall die Assoziation nicht negativ gegenüber dem Nationalsozialismus bzw. dem Weltanschauungskrieg der Nationalsozialisten hervorgerufen werden. Diese Anlage ist insgesamt hier gut gepflegt. 2006 hat die Gemeinnützige hier viel Geld investiert für beide Anlagen. Und hier ist auch ein Schild zu lesen, dass hier die Europäische Union und das Ministerium für Inneres und ländliche Räume investiert in die Zukunft. Weitere Erklärungen fehlen hier allerdings.